Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Heute versuchen wir mal was anderes, weil ich alle Schneebälle weggehauen habe. Jetzt muss ich warten, bis dass die wieder spawnen, dass ich in diesen Schrein reinkomme. Jetzt kann ich die Quest nicht weitermachen, deswegen machen wir eine andere Quest und gucken mal, ob wir da jemanden finden, den wir suchen müssen. Und zwar D-Dur. Cooler Name übrigens. Deswegen habe ich mich jetzt zum Turm des Sees teleportiert. Da müssten wir hin. Zumindest müssten wir hier irgendwo hin. Weil das der ganze See ist. Hylia See, dann können wir nämlich die ganzen Quests schon machen. Das ist die falsche Richtung gewesen. Egal. Habe ich überhaupt. Ja. Seht euch an, wer da rauskommt. Wer hätte das gedacht? Da haben wir gleich was zu sehen hier. Naaga-Schrein. Oder Naaga? Naaga. Naaga. Machen wir das mal. Himmelsstürmer. Nein, nicht schon wieder. Nein. Ah, okay. Das mag ich. Gut, das können wir machen. Da habe ich kein Problem. Da habe ich nur mein Glück gehabt, dass mich nichts erwischt hat, sonst wäre ich jetzt mega tot. Ich hoffe mal, ich sterbe nicht. Ah, okay, ich sterbe vielleicht schon. Ich warte mal lieber ab. Stehe ich jetzt nicht so ganz. Machen wir es eben einfach mal so. So, dann setzen wir uns mal in dieses auf dieses tolle Gefährt, das uns vielleicht umbringen könnte, aber hey. Juhu, juhu, Hilfe, stopp, stopp. Nein, da bin ich jetzt nicht hingekommen, verdammt. Da müssen wir es nochmal machen. Hilft nichts. Dieses Mal positioniere ich mich aber schon so, dass es passt. Das war so. Oh. Ah, oh, Leute, ist das mies. So bitter. Nochmal. Jetzt aber. Tada! Juhu! Oha! Sowas hatte ich noch nie, das muss ich mitnehmen. Interessant. Ich hoffe mal, jetzt ist das Wetter besser, dass ich sie dann auch finden kann, wenn sie irgendwo hier ist. Jawohl, das Wetter ist gut. Das ist gut. Da haben wir eine Kiste drüben.
schwimmt irgendwas, aber ich glaube, das ist ein Gegner. Schaut zumindest so aus. Da schwimmt auch irgendwas. Aber das sieht nicht aus wie ein Gegner. Wer bist du? Ha, ich habe sie gefunden. Hallo. Das wird wieder ein guter Fang heute. Ich freue mich schon. Kennst du Fuga? Hä? Fuga? Klar, das ist mein Schatzi. Au! Verzeih mir, mein Schatzi. Ich hab dich ganz vergessen. Oh je, ich muss sofort nach Hause. Komm, ich geb dir das hier. Gut, gut. Du hast sie, oder? Dann schwimme ich mal schnell zurück zum Dorf der Sodas. Man sieht sich. Toll. Und das war's, oder was? Obwohl, ich bin froh, dass das so schnell ging. Wir können das mal machen. Dann hätten wir nämlich die Quelle der Weisheit auch gleich. Obwohl, da brauchen wir irgendeine Schuppe wieder von irgendeinem Drachen. Von dem dritten, den ich noch nicht gesehen habe, glaube ich. Aber ich glaube, wir gehen jetzt dann, nachdem ich das mit der Ranelle-Spitze gemacht habe, gehen wir zum verbotenen Wald, verlorenen Wald, wie auch immer. Die man jetzt wahrscheinlich nicht mehr sieht. Ich weiß gar nicht, ist das der richtige Baum? Ich hoffe es einfach mal, ich habe gar nicht geguckt. Okay, das ist der falsche, macht aber nichts. Nein, das ist gar nicht der falsche. Juhu. Der Wind geht halt voll gegen mich jetzt gerade. Oh, es hat nicht gezählt. Wie unfair. Wie unfair war das bitte? Haha. Dann mach ich's halt so. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Okay, und jetzt, das Ding mit der Ranelle-Spitze. Hallo? Fuck, ich dachte, das wär's gewesen. Ich Idioten. Warte mal, was haben die denn gesagt da? Medoin Hateno hat dir erzählt, dass es oben auf der Ranelle-Spitze im Norden der Quelle der Weisheit geben soll. An der von alters her die Prinzessin von Hyrule genau. Wo ist die Ranelle-Spitze? Klippen? Da müssen wir da hin. Seligberg. Ich müsste mal diese ganzen Dinger hier wegmachen. Vielleicht brauche ich das noch. Ich denke mal, ich muss hier hin. Ranelle Straße, Ranelle Plateau. Scheint zumindest so zu sein. Entweder ist es hier oder hier. Es kann ja nur eins von beiden sein. Obwohl, hier haben wir Wasser, das wäre schon logischer. Aber Seligberg ist so auffällig irgendwie. Probieren es einfach mal hier. Was ist mit dem Vogel da hinten los? Das ist ein Adler, oder? Das habe ich noch nie gesehen, oder? Habe ich schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Mega cool. Ah,
Ah. Den Turm wollte ich mir schon immer mal angucken. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin. Aber wir müssen eh in die Richtung. Also von dem her können wir das auch gleich mitmachen. Ich glaube, da müssen wir eh hin. Hört ihr das? Das ist sehr gruselig. Ich habe ein bisschen Angst. Kann mich trotzdem einfrieren, die Penner. Stirb einfach. Dass man nicht alles tut, dass man bestimmte Sachen erhält im Spiel. Das ist echt gruselig. Wir sind fast oben. Es ist auf jeden Fall hier, muss ich hin. Oh. Das sind einige. Ah, das ist auch ein Drache. Willkommen. Willkommen an meiner Quelle. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Dies ist der Diener der Quelle der Weisheit, der azurblaue Geist der Ranellespitze Naidra. Seit uralter Zeit war er der Göttin stiller Diener. Doch dann nahm die böse Kraft der Verheerung Ganon Besitz von ihm und verlieh ihm seine jetzige Gestalt. Du, der du Zeichen der Bewährung erhalten hast, reinige den azurblauen Geist Naidra vom Bösen, zeige mir deine Stärke. Gut, dass ich nicht so viele Pfeile da habe. Kann man den denn reinigen? Ich möchte mal kurz ein Bildchen machen. Oh fuck. Ist ja nicht so, als hätte ich keine Pfeile mehr. Ich dachte, mich hebt es ein bisschen weiter hoch. Wo will er denn hin, der gute Link? Jetzt fliegt er hier rum und ich komme nicht hin. Kommt gar nicht so hoch. Komisch. Steh mal einer den Sinn von dem Prinzip hier. Ich bin mir sicher, ich muss zu dem Drachen hoch, aber. Erwischt haben.
Der greift mich gar nicht an. Das finde ich ein bisschen auffällig. Ich meine, ich möchte mich nicht beschweren, aber... Könnte er mal hier bleiben irgendwie? Fuck, der ist zu stark. Zu schnell für mich. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr, verdammt. Shit. Gut, dass es nicht funktioniert mit den Aufwinden. Ich erwisch ihn einfach nicht. Kein Fall mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun kann, dass ich jetzt wieder Pfeile kriege. Vielleicht gehe ich jetzt mal kurz zu dem Kaff zurück. Und hol mir mal kurz Pfeile. Das ist wieder mal eine hervorragende Art und Weise. Ich weiß auch nicht, warum ich nie Pfeile habe. Das ist einfach nervig. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich oben bin. Bis gleich. Das ist Färben. Sag bloß, ich kann mir jetzt hier keine Pfeile kaufen. Krämerladen. Doch, der Krämerladen müsste eigentlich Pfeile haben, oder? Er hat natürlich keine. Doch, hat er. Glück gehabt. So, jetzt müsste ich aber genug Geld haben, um mir diese Kackpfeile leisten zu können. Da ist er ja wieder, der Drache. Und schon sind wir wieder da mit dem Drachen direkt in unserer Nähe. Ist das nicht schön? An manchen Steinen hat er noch was. Ich komme aktuell noch nicht so ganz hin. Das am Kopf ist am schwierigsten. Jetzt dürfte ich eigentlich genügend Pfeile da haben. Warum hat er jetzt dieses Ding nicht eingesetzt? Verstehe ich nicht so ganz. Bin ich jetzt nicht so ganz mitgekommen, aber hey.
Oh, der ist aber ein bisschen nah. Ich würde mal interessieren, wo er jetzt hinfliegt. So weit weg. Kommt er wieder zurück. Der verwüstet hier unten alles. Oh, jetzt brennen alle Bäume. Das ist cool. Jetzt, wenn er sich nicht umdreht. Ja. Da hat er mich doch tatsächlich volle Kanne erwischt. Ich muss hier das alles mal einsammeln, wenn die hier alles kaputt macht. Das ist cool. Tada! Er ist frei. Wir haben es geschafft. Oh yeah. Jetzt geht's ihm wieder gut. Juhu. Obwohl die lilane Farbe ihm schon stand, muss ich sagen. Sah schon gut aus. Dank dir wurde Nydra, der große Geist der Ranelle-Spitze, von der Kraft des Bösen gereinigt. Sieht geil aus, oder? Geh nun und durchbohre Nydras Körper. Durch dieses letzte Ritual wird er seine Freiheit wiedererlangen. Hey, hallo? Jetzt nimmt er sie mit. Cool. Das hier ist eine Nydra-Schuppe. Ein Zeichen, das jenen gewährt wird, die den Diener der Quelle mit einem Pfeil durchbohren. Cool. Nydra-Schuppe. Es ist eigentlich krass, wie weit wir jetzt sind. Tada! Wir haben es geschafft. Ich muss sagen, die war am einfachsten zu finden, die Quelle. Und die war auch sehr leicht. Der Weg steht dir nun offen. Link. La. Jita Sami Schrein. Oder Jita? Keine Ahnung. Sehr cool. Sehr cool. Juhu. Ihr wisst ja, was als nächstes kommt, oder? Jita Samis Segen. Oder Jita. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Eislanze. Und ich hatte sogar Platz. Tada! Jetzt haben wir 10. Juhu! Dann holen wir uns doch gleich mal diese Bewährungen. Ein paar Herzen, eine Ausdauer-Dings will ich haben. Und alles andere wird in Herzen investiert, würde ich sagen, oder? Oh. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Kann
kann ich mit ihr jetzt nicht beten. Ich erbitte Ausdauer. Ja. Tada! Und ein weiteres Herz gehört uns. Hihi. Sehr schön. Gleich mal gucken, was wir als nächstes machen. Wir sollten mal Erinnerungsfotos suchen. Ich könnte auch mal mit der Impa reden. Ich glaube, wir gehen mal zu Impa. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Abo oder ein Like oder alles Mögliche. Ich würde mich über alles freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüssi!